Nach 3 Jahren Bauzeit hat Peugeot dem RCZ eine Modellpflege gegönnt. Erkennbar ist diese am kleineren Kühlergrill und der geänderten Frontpartie. Die Serienausstattung ist mit dem neuen Modelljahr etwas umfangreicher geworden. Neben LED-Tagfahrleuchten gehören nun ein Licht- und auch ein Regensensor dazu. Bei den Motoren stehen 2 Benziner mit 156 bzw. 200 PS und ein Diesel mit 163 Pferdestärken zur Wahl. Seinem ursprünglichen Charakter ist das sehenswerte Coupé treu geblieben. Fahrfreude verbreiten mit einem Hauch des Besonderen. Dass Peugeot bei der Entwicklung des RCZ viel Zeit auf der Nürburgring-Nordschleife verbracht hat, beweist das Fahrwerk. Direkt und knackig lassen sich die Kurven umrunden. Trotz seiner sportlichen Talente mangelt es dem Franzosen nicht an Langstreckentauglichkeit. Er federt lange Bodenwellen durchaus komfortabel weg. Für etwas mehr als 28.000 Euro ist die günstigste RCZ-Variante zu haben. Die humane Preispolitik und sein ansprechendes Äußeres kombiniert mit ordentlichen Fahrleistungen sind es wohl, die dem Sportcoupé dazu verholfen haben, sich in Deutschland an die Zulassungsspitze der Import-Sportwagen zu setzen. Mit neuer Optik ist er immer noch ein Hingucker im heiß umkämpften Segment zwischen Toyota GT86, Nissan 350Z und natürlich dem Audi TT. Wer sich nicht entscheiden kann, sollte dem schicken Franzosen eine Chance zur Probefahrt geben.